Wenn alles gut läuft, wird Arc Genesis Part 2 im März erscheinen und wir schauen uns heute mal an, was uns da so erwartet. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du hilfreiche Arc-Videos brauchst, dann bist du mit einem Abo hier genau richtig, denn es gibt mittlerweile über 80 Videos, die dir auf jeden Fall weiterhelfen werden. Wie schon im Arc 2 Video fangen wir erstmal mit den Haken Fakten an, das heißt wir gucken uns erstmal an, was wissen wir denn aktuell überhaupt. Also wie gesagt, soll Genesis Part 2 im März erscheinen. Das ist ja immer so eine Sache dann bei Wildcard, ob sie dann die, ja, Termine einhalten. Beim ersten Teil war es ja schon nicht so. Jedenfalls stellt es eben dann auch das wohl letzte DLC für Arc dar, denn Arc 2 wurde ja bereits angekündigt, habe ich schon ein Video zu gemacht, verlinke ich euch jetzt mal hier. Dementsprechend wird wohl dann der Fokus eben auf der Entwicklung von Arc 2 liegen und laut meinem MMO soll es eben die größte Arc-Map überhaupt sein. Hierbei ist aber nicht ganz klar, wie meint Wildcard das jetzt, also nur in Bezug auf die eigenen Maps, die sie auch wirklich selbst erstellt haben, dann wäre sie größer als Genesis Part 1. Wenn sie aber alle Maps meinen, die sie jetzt veröffentlicht haben, die eben auch von Modern kamen, dann müsste die Map größer als Crystal Isles sein. Außerdem wissen wir jetzt von drei neuen Kreaturen, die mit ins Spiel reinkommen werden. Es gibt den Noglin, wie auch immer, mit dem könnt ihr dann Besitz von anderen Spielern ergreifen. Es gibt ein Strider, das ist eine tierähnliche Maschine, mit der ihr aus der Distanz Sachen farmen könnt. Und es gibt den Astrodelphis, das ist ein außerirdisches Wesen, was mich persönlich sehr stark an Star Wars erinnert. Außerdem soll es laut Gaming Grounds.de eben auch ein Hoverboard in dem Spiel geben, mit dem ihr dann irgendwie durch die Welt gleiten und tricksen könnt. Und es soll eben Überwachungskameras für eure Base geben und generell kommen ganz viele neue Items ins Spiel rein. Und auch Rockwell, den wir glaube ich in Aberration das erste Mal irgendwie treffen, besiegen, wie auch immer, wird wohl eine große Rolle in Genesis Part 2 spielen. Der wurde extra nochmal synchronisiert und der spielt wohl auch in der Arc Chronicles Animated Series noch eine größere Rolle, denn da taucht sein Name auch wieder auf. Also der Name des Synchronsprechers. Also alles in allem auf jeden Fall sehr, sehr techlastig. Kommen wir zu meiner Meinung, wie schätze ich das Ganze also ein, also was halte ich davon? Bei der Größe der Map ist es so, dass es eigentlich völlig egal ist, weil wenn wir mal vergleichen, The Island und Co., also The Island finde ich von der Größe gut, Ragnarok beispielsweise finde ich fast schon zu groß, auch wenn es mir großen Spaß macht, diese Map zu spielen. Wenn ich mir das also vorstelle, dass die Map noch größer wird als Crystal Isles beispielsweise, schwierig. Finde ich dann ein bisschen schwierig, weil für mich ist die Größe der Map jetzt nicht entscheidend, um ehrlich zu sein. Also größer heißt nicht gleich besser. Dementsprechend bin ich da gespannt, was die da ja mitmachen werden, was dann da letzten Endes auf uns zukommt. Kommen wir zu den Kreaturen. Der Noglin wird wohl eher fürs PvP entscheidend sein oder halt im PvE, um deine Freunde zu trollen, wenn das denn möglich ist. Also natürlich, denke ich, fürs PvP kann ich mir vorstellen, dass es ultra interessant ist, den Besitz von Leuten zu ergreifen, um sie dann gegen ihre eigenen Teammates irgendwie kämpfen zu lassen, beispielsweise. Und wie gesagt, für den PvE-Bereich, in dem ich mich ja nun mal befinde, wird es, denke ich, nicht so interessant sein, weil der Fokus liegt darauf, dass du es von anderen Spielern ergreifen kannst. Wäre natürlich auch mega nice, wenn du von anderen Dinos dann irgendwie Besitz ergreifen könntest, von wilden Dinos beispielsweise. Denke ich aber nicht, dass es so sein wird. Der Strider, also diese tierähnliche Maschine, klingt tatsächlich sehr interessant, finde ich. Aber man muss eben auch hier schauen, wie gut funktioniert das dann in der Praxis und wie nützlich ist das dann tatsächlich, dass man aus der Entfernung Sachen abfarmen kann. Könnte aber auch nice sein für andere Maps, wenn man beispielsweise ja nicht so gut an die Ressourcen rankommt und es vielleicht auch mitunter ein bisschen gefährlich ist, könnte es auf jeden Fall eine gute Lösung sein. Ja, der Astrodelphis. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also der haut mich nicht so um wirklich. Ich kriege da nicht so den Bezug zu hergestellt. Wie gesagt, es erinnert mich eher an Star Wars, an so einen AT-AT oder so. Diese großen Dinge, ihr wisst, was ich meine. Aber da sollte ich auch nicht die maßgebende Meinung sein, weil ich fand schon diese großen Druidika quasi in Extinction ein bisschen komisch und war auch nicht so meins. Machen wir weiter mit Sachen, die komisch sind. Also das Hoverboard. Was soll ich dazu sagen? Für mich passt es nicht in Arc rein und sicherlich macht es wieder irgendwie mit der Story Sinn, mit dem ganzen Tech-Kram, aber ich mag den Tech-Kram nicht so gerne. Ja, wenn es dann wirklich Überwachungskameras geben sollte, ist auch wieder die Frage, wie gut das dann eben im Spiel funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das für PvPler ganz nice ist. Also sie können eben dann schauen, was ist jetzt hier los, wenn das irgendwie an so ein Alarmsystem gekoppelt ist, keine Ahnung. Kann man ja beim Farmen dann eben auch sehen, ob was bei der eigenen Base passiert. Für PvEler ist es, denke ich, nur wieder bedingt sinnvoll, denn da kommt es, glaube ich, darauf an, ob ihr auf einem Server spielt oder nicht, weil soweit ich weiß, ist nicht immer die ganze Map aktiv, wenn ihr im Singleplayer unterwegs seid. Das heißt, wenn ihr also
also irgendwo jetzt farmen geht oder es ist deutlich weiter weg von eurer Base, dann kann es sein, dass dieser Teil, wo eure Base ist, gar nicht aktiv ist. Das heißt, ihr werdet da auch nichts sehen, wenn ihr in die Überwachungskameras schaut. Auf dem Server müsste das anders sein, wenn ich da richtig informiert bin. Das heißt, da könnte auch theoretisch was bei euch an der Base passieren, wenn ihr weg seid, weil das trotzdem aktiv ist, das Gebiet, bin ich der Meinung. Also kann mehr oder weniger sinnvoll sein. Ja, und Rockwell juckt mich ehrlich gesagt halt gar nicht, weil ich noch nicht Aberration gespielt habe. Ich bin ja selbst jetzt gerade erst bei Scorched Earth und ich kann da halt nichts mit anfangen. Aber so wie sie halt den Trailer gestalten, birgt Rockwell einfach, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial. So. Also ich werde da schon so ein bisschen mitgerissen und könnte mir vorstellen, dass ich halt viel mehr drin wäre, wenn ich die Story kennen würde. Und das ist für mich jetzt auch der größte Punkt heute. Ich glaube, die größte Schwäche von Ark ist tatsächlich, dass kaum jemand die Story kennt. Ich kenne sie ja auch nicht und ich überlege auch schon ein Video dazu zu machen, einfach um mich selbst damit auseinanderzusetzen und damit ihr eben wisst, hey, was geht da eigentlich ab und das ganze Spiel vielleicht ein bisschen besser versteht. Weil ich glaube, viele blicken auf dann auch auf Genesis Part 2 aus so einer ich will Dinos-Szenen Sicht und ich habe keinen Bock auf Tech-Kram. Dabei, wenn man die Story kennen würde, so ist jetzt mein Stand der Dinge, macht es total Sinn, dass es diese ganzen Tech-Sachen gibt und dass es eben auch diese ganzen, ja, komischen Kreaturen in dem Spiel gibt. Dementsprechend könnte es einfach nochmal Sinn machen, die Story wirklich kennenzulernen, um das Spiel besser verstehen zu können, um das Ganze auch besser einordnen zu können. Weil auch wenn es an der Story halt Kritik gibt und die wohl nicht immer ganz so logisch ineinander verknüpft ist, bekommt man, denke ich, nochmal einen ganz anderen Bezug zu dem Spiel. Schreibt mir mal gerne eure Erwartungen und Meinungen zu dem DLC in die Kommentare. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.